Ja, ich bin Berlinerin, so wie meine Eltern auch. Und deswegen ist die Geschichte Berlins auch ganz eng mit meiner persönlichen verknüpft. Und ich hatte das große Glück, in einer Familie groß zu werden, die in großer Distanz zur SED gelebt hat. Und Freiheit war für meine Mutter ein ganz starker Wert. Also sie hat uns immer wieder erzählt, wie wichtig das ist. Wir haben Bundestagsdebatten zu Hause geschaut. Und als Willy Brandt Kanzler wurde, hat sie eine Flasche Sekt aufgemacht. Und so. Also es war uns sehr viel näher als alles, was im Osten passierte, politisch gesehen. Ja. Ich weiß noch, dass ich in meinen ersten Schuljahren an so einem riesengroßen Trümmerberg immer vorbeigekommen sind. Also man hatte damals einige Grundstücke so preisgegeben und da dann die Trümmer aus der ganzen Umgebung aufgehäuft. Und das ist mir noch sehr in Erinnerung. Das war unheimlich. Wir wurden auch davor gewarnt. Und die Häuser, die noch standen, waren natürlich auch in keinem guten Zustand. Das änderte sich leider auch nicht im Laufe der Jahre. Also Berlin war ja immer, also es gab zum Ende der DDR einen unglaublichen Sanierungsbedarf. Die Häuser waren grau, zum Teil auch verfallen. Wir haben das aber, glaube ich, als normal wahrgenommen und damit uns gar nicht jeden Tag daran gestoßen. Das habe ich erst so richtig gemerkt, als ich gesehen habe, wie anders Städte aussehen können, wenn sie gepflegt werden. Wenn wir Westbesucher hatten, was ja öfter vorkam, dann guckten die sich immer um und meinten, wie grau das alles sei. Auf der einen Seite fand ich das auch, auf der anderen Seite habe ich dann auch rebelliert, weil irgendwie wollte ich auch nicht, dass die das über meine Stadt sagen. Ja, das gab Kämpfe. Meine Mutter wollte nicht, dass ich Pionier werde. Ich wollte das aber unbedingt, weil ich diesen Unterschied zu den anderen Kindern nicht mochte. Ich wollte so sein wie alle und dann allem teilhaben. Irgendwann habe ich mich dann durchgesetzt. Ich erinnere mich an eine sehr frühe Kränkung, kann ich eigentlich sagen. Wir hatten ja Klassenbücher, wo immer festgehalten wurde, welche Kinder fehlten und da waren und welche Zensuren es gab. Und in diesen Klassenbüchern stand hinter manchen Namen ein rotes A. Und hinter meinem Namen stand kein rotes A. Und als ich herausbekam, woran das liegt, also es lag daran, dass das rote A Arbeiterkindern galt. Und meine Mutter hatte ein Geschäft in der Markthalle am Alexanderplatz und war damit selbstständig und keine Arbeiterin. Und ich war tief gekränkt, weil ich ja erlebt hatte, wie erschöpft meine Mutter jeden Abend nach Hause kam. Die arbeitete unglaublich viel. Und dass ich kein Arbeiterkind sein solle, das fand ich kränkend, muss ich sagen. Ja. Und das hatte natürlich dann auch bestimmte Folgen. Ich hatte Glück, ich konnte trotzdem das Abitur machen, obwohl ich aus der FDJ dann später ausgetreten war und obwohl meine Mutter selbstständig war. Das war nicht zu allen Zeiten und überall in der DDR so. Also es hängt mal ein bisschen davon ab, wie die konkreten Bedingungen waren, in welchem Jahrzehnt man gerade lebte. Bei mir ging es einigermaßen gut. Ich konnte also das Abitur machen, auch in Friedrichshain an der Händel-Oberschule, ziemlich unbehelligt. Und dass ich dann später nicht zur Uni ging, das war eine persönliche Entscheidung. Das hatte nichts mit Politik zu tun. Ja, ich habe dann beim Außenhandel gearbeitet, auf Rat meiner Mutter, und habe parallel so ein Fernstudium gemacht. Das war für mich eigentlich nichts. Wusste damals noch nicht, was ich selber wollte. War deswegen anfällig für das, was andere mir raten. Und das ging auch nicht so schrecklich lange. Ich habe das Studium zwar abgeschlossen dann, aber später bin ich dann erst mal ein paar Jahre zu Hause gewesen. Ich hatte ja zwischendurch geheiratet und hatte drei Kinder und habe dann ehrenamtlich in der evangelischen Kirche gearbeitet, woraus dann auch ein Beruf wurde. Das habe ich sehr gerne gemacht. Man muss dazu immer sagen, dass die Kirche, insbesondere die evangelische Kirche, sehr attraktiv war für Menschen, die Freiräume suchten. Also keineswegs nur für Christen, weil das war ja, wenn Sie so wollen, der einzige öffentliche Raum, der nicht staatlich kontrolliert war. Und es gab auch, glaube ich, eine Menge Leute, die unter normalen Bedingungen, weiß ich, Politologen oder Journalisten oder Lehrer gewesen wären, die in der Kirche dann auch eine Chance gesehen haben, halbwegs selbstbestimmt und
zu arbeiten und auch ihren eigenen Interessen nachzugehen. Und ich gehörte zu denen, die Kirche war dann wirklich ein sehr lebendiger Ort, auch eng verzahnt mit der Opposition dann in den späten 80er Jahren. Und das gehörte für mich dann auch eng zusammen. Also ich habe dann eine Oppositionsgruppe selber mitgegründet, in anderen war ich mit aktiv. Also die zweite Hälfte der 80er Jahre hat mich dann doch schon sehr politisiert. Und ich war hier in Berlin, ich arbeitete zu dieser Zeit dann im Stadtjugendveramt. Das war so eine Leitstelle für evangelische Jugendarbeit in Berlin, auch eng verknüpft mit der Opposition. Und das hat mir nochmal ganz neue Räume geöffnet. Und von da an ergab es sich quasi zwangsläufig, dass ich dann politisch aktiv blieb und dann später, als das möglich war, auch Funktionen und Mandate übernommen habe. Man muss natürlich einen Unterschied machen jetzt zwischen Ländern, in denen Menschen um verschwinden und um ihr Leben fürchten müssen. Das war bei uns nicht mehr so in der späten DDR. Trotzdem war es kein Vergnügen und ich habe mehrere Freunde, die inhaftiert waren. Ich selber bin auch zweimal verhaftet worden, aber immer nur kurz. Meine Kinder konnten kein Abitur machen, im Unterschied zu mir. Also man musste schon akzeptieren, dass das Leben nicht so glatt lief und dass man einige Benachteiligungen in Kauf nimmt. Das habe ich getan, aber vielleicht ohne lange drüber nachzudenken, denn was ich dafür gewonnen habe, war sehr viel wert. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich ein sehr lebendiges, reiches Leben fühle und auch bei mir selbst bleiben kann. Das ist ja in einer Diktatur keineswegs selbstverständlich. Dafür muss man dann aber bereit sein, einen Preis zu zahlen. Also wenn Sie ganz aktuell jetzt die Bilder von Freiheitsbewegungen sehen, in Minsk oder in Hongkong oder so, das sind keine Einzelnen. Das hält auch kaum jemand durch. Man braucht ja immer eine Vergewisserung und auch andere Menschen, die dann stark sind, wenn man gerade mal etwas schwächer ist. Und man muss sich auch gegenseitig bestätigen und begeistern oder so, sonst geht das gar nicht. Also dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, das ist unabdingbar, wenn man kämpft. Und ich habe ganz große Bewunderung für Menschen, die diese Überzeugung oder diese Festigkeit auch behalten, wenn sie allein sind, beispielsweise im Gefängnis. Das kann mir gar nicht vorstellen, woher die Kraft nehmen, aber es gibt ja viele, die das tun. Aber es gibt eben, das kann man nur wissen, wenn man da drin gesteckt hat, es gibt auch wirklich so eine unglaublich starke Kraft, die Menschen dazu wächst, ja, die, nach der viele, glaube ich, auch später dann immer noch ihre Sehnsucht behalten und ein bisschen enttäuscht sind, dass sich das nicht fortsetzt. Eine Freundin von mir sagte immer, ich habe mich immer dieser Zeit 89, 90 gefühlt wie schwer verliebt, ja, so, also alles geht, ich brauche kaum Schlaf, essen muss ich auch nicht, andere Sachen sind viel wichtiger. Ich erinnere mich an einen Freund aus dem Westen, der damals oft zu uns kam und irgendwann mal sagte, ihr seid alle so schön, ja, und ich dachte, oh, so wir, unausgeschlafen, ungekämmt, ja, kein Gedanke an Outfit oder Make-up. Aber natürlich weiß ich, was er meint. Er hat die Begeisterung in unseren Gesichtern gesehen und die Hoffnung und diese Sicherheit, das Richtige zu tun. Und wenn ich mir jetzt diese Bilder aus Belarus ansehe und in die Gesichter gucke, entdecke ich genau dieses unglaubliche Strahlen. Ja? Und das gibt so viel Kraft. Ja, ja, das war sehr vielfältig, auch das Gefühl. Einerseits waren wir... Oder war ich auch überglücklich, dass wir all das erreicht haben, was wir wollten, als freie Menschen in einem freien Land zu leben. Aber dann wurde es natürlich manchmal auch frustrierend. Also die große Lehre im Jahr 1990 war für mich, Demokratie heißt nicht, dass jetzt alles passiert, was ich für richtig halte. Wir haben dann auch ganz miserable Wahlergebnisse gehabt, also im Bündnis 90, für das ich angetreten bin. Und die Mehrheit in der DDR ist auch politisch einen anderen Weg gegangen, als der, den wir für richtig hielten. Das war frustrierend, aber ich habe dabei auch viel gelernt. Und ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass es ganz gut war, dass nicht alles so passiert ist, wie wir das für richtig gehalten haben. Ja? Also ich glaube schon, dass es in mancher Hinsicht auch
besser hätte laufen können, durchaus. Aber das ist ja diese Revolution und dann diese Einheit Deutschlands, das war ja so ein Riesenprojekt in einer unglaublichen Geschwindigkeit, fast im Zeitraffer, sodass ich heute ein bisschen bescheidener bin und sage, wenn wir nicht die Fehler gemacht hätten, die gemacht wurden, hätten wir ganz bestimmt andere Fehler gemacht. Es ist gar nicht zu vermeiden, dass Fehler gemacht werden, beziehungsweise dass Entscheidungen gefällt werden, von denen man im Nachhinein denkt, oh, mit ein bisschen mehr Nachdenken und Zeit oder so wäre es besser gelaufen. Aber ich gehöre deswegen ganz bestimmt nicht zu den Enttäuschten. Ich war oft enttäuscht, aber das, was ich am allermeisten wollte, das habe ich bekommen, als freie Bürgerin in einem freien Land zu leben und meine Kinder gleich mit. Das ist doch toll. Das Bündnis 90 war ja ursprünglich nur der Name für ein Wahlbündnis verschiedener Oppositionsgruppen, die dann mit diesem Label in die Wahlen zur Volkskammer, zum ersten frei gewählten Parlament gegangen sind. Später erst wurde es denn zum Namen einer Partei und das war schon meine politische Heimat. Da hat sich das eine aus dem anderen ergeben und ich konnte mir das vorher auch immer gar nicht vorstellen. Es gab dann lange Diskussionen, mache ich das jetzt? Und gab nicht so eine politischen Laufbahnen, wie wir sie heute kennen, dass man sozusagen mit dem Ziel, irgendwann Politik zu machen, dann die Vorbereitung trifft und so über die Dörfer geht oder so. Das lief alles ganz anders. Es gibt einen schönen Satz von Sören Kierkegaard, der heißt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und so ist es eigentlich auch. Also meistens immer erst im Nachhinein kommt das große Staunen. Und ich habe dann vor 8, 9 Jahren nochmal meine Lebenserinnerung aufgeschrieben. Und es war ganz wichtig, nochmal zu schauen auf diese Zeit. Da hat sich manches auch nochmal sortiert und erklärt. Aber erst eben im Rückblick. Ja, wir haben wirklich ziemlich atemlos damals gelebt und Entscheidungen intuitiv getroffen. Und ohne langes nachzudenken. Vielleicht war das ganz gut so. Ich war manchmal enttäuscht, manchmal war ich wütend, aber ich glaube, das gehört heute auch zu so einem wachen Politikerleben. Es ist eben so, dass man für das, was man für richtig hält, Mehrheiten haben muss. Und das ist unglaublich bitter, wenn man die nicht bekommt. Und etwas anderes, was man nicht für gut oder sogar für schädlich hält, wenn das dann Wirklichkeit wird, das ist schwer. Ja, und so ging es mir halt auch. Das war schon ernüchternd, aber es war auch eine gute Schule. Wir haben das ja zu Zeiten der Opposition nie tun müssen. Wir waren immer weniger und haben daraus was gemacht. Mehrheiten mussten uns nicht kümmern. Das, wie denn? Ja? Und das kam dann erst später. Als sich dann alles auf Naja, und als es überhaupt um demokratische Mehrheiten ging, das war ja vorher gar kein Thema. Wir kannten ja von der Anschauung her das politische System der Bundesrepublik ziemlich gut. Also ich habe mich dafür auch sehr interessiert. Aber es ist nochmal was anderes, ob man von außen drauf schaut und es bewundert oder ob man drinsteckt, versucht was zu erreichen, was die Mehrheit partout nicht will und dann die Enttäuschung und die Bitterkeit erlebt. Das gehört alles dazu, aber ich würde es sozusagen unterm Strich nicht als etwas bezeichnen, was mich unglücklich gemacht hätte. So, ich weiß, ich habe auch Freunde, die sind nachhaltig enttäuscht, also so immer so unter der Überschrift, dafür bin ich doch nicht auf die Straße gegangen. Das trifft für mich überhaupt nicht zu. Ich bin schon für das Leben auf die Straße gegangen, was ich heute führe. Na, die Arbeit hat verschiedene Gesichter. Zum einen steht natürlich die Hauptaufgabe darin, diese Akten, von denen es ja unglaublich viel gibt, für die verschiedensten Zwecke zugänglich zu machen, für die Wissenschaft, für die Medien, aber vor allen Dingen auch für Menschen, die von der Staatssicherheit beobachtet oder verfolgt wurden. Ich habe meine Aufgabe auch immer als eine öffentliche empfunden, also sozusagen für dieses Erbe oder für dieses Wissen um das Wesen einer Diktatur, also das weiterzugeben.
Wir haben auch Materialien für Schulen erarbeitet, aber mir ging es dann, also ich muss ein bisschen ausholen, weil ich hatte eigentlich, als ich das Amt übernahm, auch ziemlich Angst davor, weil ich dachte, jetzt komme ich dauerhaft mit dem, mit der besonders dunklen und schlimmen Seite der Diktatur in Berührung. Und das hat mir schon etwas Angst gemacht. Und dann habe ich aber gar nicht lange gebraucht, um zu lernen, dass das zwar so ist, aber daneben auch etwas anderes sichtbar wird, nämlich dass in den Stasi-Akten auch die unzähligen Geschichten von ganz wunderbaren Menschen überliefert werden, was eigentlich plausibel ist, denn für wen hat sich die Stasi vor allen Dingen interessiert? Für die mutigen, eigensinnigen, aufmüpfigen Menschen. Und wenn man die Berichte der Stasi mal von dieser furchtbaren, steinernen Sprache abstrahiert, dann werden diese Geschichten sichtbar und wir können glücklich sein, dass sie auf diese verfremdete Weise zwar, aber aufbewahrt wurden von Leuten, also keineswegs nur Oppositionelle, von Leuten, die einfach nur versucht haben, im Alltag einigermaßen aufrichtig zu bleiben, nicht mitzumachen, wenn die Stasi sie anwerben will oder die auch mit Witz sich sozusagen diesem Zugriff der Stasi entzogen haben oder mit ziemlich kreativen, pardon, mit ziemlich kreativen Ideen auch, ja. Ich kann meinen Mund nicht halten, von mir haben sie gar nichts, ja. So. Und das hat funktioniert. Und das ist ein wahrer Schatz, der da auch in den Stasi-Unterlagen aufbewahrt ist und mit dem ich auch viel gearbeitet habe, der auch beweist, dass die Ostdeutschen keineswegs ein Volk von Verrätern und Denunzianten gewesen war. Die gab es und nicht zu so knapp, aber die große Mehrheit war so nicht. Sie ist ja zuerst so aus der Bürgerbewegung entstanden, diese Forderung, diese Akten zu öffnen. Meine Akte gehört mir und so. Aber dann haben sich ja die Parlamente diese Idee auch gegen Widerstände zu eigen gemacht. Also zuerst hat die Volkskammer das so entschieden, muss man immer wieder sagen. Es war keine Erfindung der Westdeutschen, diese Öffnung der Akten. Das wird manchmal so suggeriert. Und dann hat auch Anfang der 90er Jahre der Deutsche Bundestag sich das zu eigen gemacht und hat ein Gesetz geschaffen, was einerseits ein Aktenöffnungsgesetz ist, auf der anderen Seite sind dort aber eingeflossen auch die rechtsstaatlichen Traditionen, also das, was sich in der Bundesrepublik unter dem Stichwort Datenschutz auch an Konsens entwickelt hat und so. Und beides zusammen hat Eingang in dieses Gesetz gefunden und das hat ihm gut getan. Und natürlich, also es gab ja damals auch die Befürchtung, dass die geöffneten Akten so zu Mord und Totschlag führen würden und zu Wut- und Racheakten und so. Davon ist nichts bekannt. Im Gegenteil haben sehr viele Menschen, glaube ich, die Möglichkeit gehabt, wieder ihr Leben an sich anzueignen und neu zu entdecken oder auch ihr Misstrauen abzubauen. Ich nenne als Beispiel immer gern eine Frau, die zu mir kam und sagte, sie hat jahrelang gezögert, in die Akten zu schauen, weil sie Angst hatte, dass jemand von ihren Liebsten Verräter gewesen wäre. Und dann hatte sie Akteneinsicht und sagt, sie war gar nicht darauf vorbereitet, dass sie unglaublich erleichtert war, weil ihr Misstrauen endlich verschwunden ist. Das ist ja auch eine Diktaturfolge. Keiner traut dem anderen. Und man guckt sich um in der Nachbarschaft, in der Familie und der Kollegen, warst du es, warst du es? Und sie hatte Glück. Sie war davon verschont und ist dieses permanente Misstrauen endlich losgewesen. Das ist ihr wie ein Stein von den Schultern geglitten. Also das muss man auch immer sehen. Das Studium der Akten ist manchmal sehr bedrückend, weil man da auch manchmal schreckliche Entdeckungen machen muss. Aber nach meiner Wahrnehmung ist es immer am Ende gut gewesen. Erleichternd oder versöhnend oder Menschen hatten endlich die Möglichkeit, das Schreckliche, was sie erlebt haben, wirklich hinter sich zu lassen, keine quälenden, offenen Fragen mehr zu haben. Wir stehen vor durchaus neuen Herausforderungen, weil für Freiheit und Demokratie zu sein, ist nicht mehr so selbstverständlich wie vor 30 Jahren. Da haben sich ja diejenigen, die Feinde der Freiheit waren, sage ich jetzt mal, eher versteckt und auch verstecken müssen. Das war uncool.
Ja. Und heute gibt es eine andere Bewegung und nicht nur bei uns, sondern weltweit scheinen ja Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Demokratie in die Defensive geraten zu sein. Und das macht mir schon große Sorgen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie die Dinge weitergehen, aber sie brauchen unser aller Aufmerksamkeit und auch nochmal vielleicht eine ganz neue Art von Engagement und Überzeugung. Das, was einem so selbstverständlich ist, das wird auch nicht mehr so wertgeschätzt, habe ich den Eindruck. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir vor allen Dingen auch jüngere Leute wieder lernen, etwas wertzuschätzen. Wissen Sie, wie jemand, der nie krank war, der auch über der Gesundheit für selbstverständlich hält, irgendwann einen großen Schreck kriegt, wenn er dann merkt, es ist keineswegs selbstverständlich. Und wir müssen auf das achten und das auch pflegen und wertschätzen, was unser Leben so reich macht. Ich bin ja nicht naiv, natürlich ist unser Leben voller Probleme und auch ich bin manchmal wütend über politische Entscheidungen und noch mehr darüber, was nicht entschieden wird. Aber trotzdem geschieht das alles in einem Rahmen, in dem wir alle Möglichkeiten haben. Und wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns das wünschen, dann liegt es daran, dass die meisten, dass es vielleicht zu wenig Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, dass sich Dinge ändern. Und das Gefühl dafür, auch für die eigene Kraft zu haben, für die Kraft, die man auch miteinander entwickeln kann, um Dinge zu verändern, dafür werbe ich schon sehr und ich hoffe, dass das nicht verloren geht. Eine meiner größten Enttäuschungen Anfang der 90er war ja, dass es auch in einer freien Gesellschaft so unglaublich viel Opportunisten gibt. Ja? Ich dachte, die haben noch nichts zu fürchten, die kommen nicht in den Knast, die werden nicht überwacht und trotzdem schlängeln sie sich so durch, auch zum Nachteil anderer. Und das finde ich eigentlich bis heute enttäuschend. Wir leben in einem freien Land, kann man doch wohl erwarten, dass die Leute mit ein bisschen Energie zu sich selber stehen und sich nicht so schnell kaufen lassen. Ja? Aber auch das gehört zu den Enttäuschungen der frühen Zeit im vereinten Deutschland. Ja. Mir fällt dabei so ein, er lebt inzwischen nicht mehr, so ein, Entschuldigung, ein früherer Bischof hier aus Berlin-Brandenburg ein. Er hieß Scharf und ich war mal dabei, als er mit Studenten diskutierte. Und das war einer, der hatte sowohl in der NS-Zeit als dann auch in der DDR ziemliche Probleme mit der Obrigkeit. Und die Studenten fragten ihn dann, ob er denn keine Angst gehabt hätte. Da hat er einen Moment überlegt und sagte, doch, hatte ich, aber ehrlich gesagt, meine Angst, mich von meinen Freunden zu blamieren, die war größer. Und das fand ich toll und da dachte ich, ja, kenne ich. Also so, das ist ja auch eine Frage, an wem orientiere ich mich? Wer sind die Menschen, die mir Vorbilder sind oder die mir imponieren oder denen ich imponieren will? Und das ist natürlich auch so eine Grundhaltung. Und da habe ich so ein bisschen Sorge, gerade wenn ich diese schrecklichen Demos da jetzt sehe der letzten Wochen. An wem orientieren sich die Leute? Wen wollen sie eigentlich beeindrucken? Wer sind ihre Leitbilder? Ganz im Gegensatz zu den Menschen, von denen wir vorhin gesprochen haben, die jetzt in Minsk demonstrieren. Ne?